muss irgendwie wahrscheinlich da ins Haus reinkommen. Oh Gott, nee, das geht nicht. Wie mache ich das denn? Warte, ich habe eine Idee. Wie mache ich das denn jetzt? Oh, oh Gott! Boah, das war jetzt Glück. So. Nein. Oh, ich wäre fast rausgegangen. Jacken anziehen sollen. So, da haben wir es jetzt auch geschafft. Das Ding ist, ich habe hier mit Sicherheit habe ich hier diese komischen. Was ist das denn hier? Hä? Hä? Diese komischen Schriften da, das ist ein bisschen mal an der Wand mal. Das habe ich jetzt mit Sicherheit irgendwo übersehen. Ich muss aufstoßen. Auf jeden Fall. Hi. Schön, dass sie sich für Football interessiert. Bin ich froh, dass sie nur reden will. Echt? Mann, ich werfe mich ihnen doch schon an den Hals. Was muss ich denn noch tun, um etwas Zuneigung zu bekommen? Was für ein Unterschied, sonst sind es ja immer die Männer. Aber nice. So. Ja, ich gehe mal hier weiter. Oh. Geil, über zwei. Krass. Hier gucken. Was? Ich hab's gehört. Aber hier ist nichts. Puh. Hier ist überhaupt nichts. Aber ich glaube, das Problem war, dass man auch öfters was hört, obwohl da nie was ist. Ich weiß, so. Oh, da ist das Mädchen wieder. Oh, jetzt wartet doch auf mich. Was ist denn da jetzt ein Zettel? Hat sie mir da hingelegt? Das finde ich aber sehr großzügig von dir. Rex' Meinung zu Ronans Vorstrafenregister. Ich erzählte Rex, was Ronan mir über seine kriminelle Vergangenheit erzählt hatte. Er sah besorgt aus, aber nicht wegen meiner Sicherheit. Er weiß bloß, wie schwer es ist, sich ein Leben aufzubauen, wenn man ein Vorstrafenregister hat, ey.
Selbst wenn du vollständig geläutert bist, geben dir die Leute keine Chance. Das zu hören weckte mir ganz neue Sympathie für Ronan. Er arbeitet so hart, um sich ein Leben zu schaffen. Ich werde sorgfältig darüber nachdenken müssen. No. Ich mag Ronan. Ich mag... Okay. Ich mag auch Julia. Hier haben wir wieder so eine Tafel. Noch 6 Stück. Hä, seltsamerweise kommen die jetzt einfach so. Einfach so. Der Kette ist Rikos. Hey, bleibst du jetzt hier? Hey, warte. Ich will dir helfen und rausfinden, wer dich ermordet hat. Ja, ich bin Polizist. Mein Gott, du versuchst nicht vor mir zu flüchten. Du willst mir etwas zeigen. Ich muss herausfinden, was Sophia mir mitzuteilen versucht. So, auf jeden Fall hier. Was macht dieses Geräusch? Ast? Riss? Seil? Verwitterte Äste eines... Reste eines Astes. Ein tiefer Kratzer verursacht von etwas Schwerem, das den Baum getroffen hat. Ist vielleicht da doch der Ast? Es scheint... Was? Okay, nochmal. 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 Komm! Sollte er sich die Mühe machen, dich auf diese Art zu töten? Hey, schon in Ordnung. Du kannst jetzt aus dem Wasser kommen. Ist okay, komm. Ich bin auf deiner Seite. Was zum Teufel ist das? Vertrag? Was meinte er mit Vertrag? Nein. Das ist die Erinnerung an deinen Mord. Du bist zu jung, das solltest du nicht sehen. Ich muss das tun. Auch wenn sie zu jung ist. Ich schwöre, ich weiß nichts von einem Vertrag! Bitte, hör auf! Warum tust du mir das an? Wer bist du? Was machst du da? Du wirst es öffnen! Ich will nicht sterben! Dieses Symbol. Ich will nicht sterben! Hör auf! Auf dich gemalt. Sein Symbol, es muss was bedeuten. Nun, das war's. Ich sollte zu Joy zurück. So, gucken wir erstmal hier. Der Glockenmörder hat sein Symbol auf Sophias Arm gezeichnet.
So. Oh Gott. Ich bin dumm. Was? Sophia hat energisch geleugnet, etwas über einen geheimnisvollen Vertrag zu wissen. Hat der Mörder sie danach gefragt? Okay, Glockenmörder auf dem Friedhof. Der Glockenmörder hat Sophia getötet. Sophia ist tot. Der Mörder hat eine merkwürdige Stuhlvorrichtung benutzt, um Sophia zu ertränken. Geh zurück zu Joy. So. Geh zurück zu Joy. Und erstmal noch ein bisschen hier umsehen. So. Das ist weg. Ja, ich kann es registrieren. Danke, dass du es mir sagst. Hier haben wir noch so ein Ding. Noch 4 Stück. Das müssen wir doch irgendwie hinkriegen, oder? Rauchen der Ronan. Diese Sargnägel bringen Ronan noch in ein frühes Grab. Ich weiß, er genießt es, aber heute konfrontiere ich ihn damit. Ich sagte ihm, wenn er vorab bis ins hohe Alter mit mir zusammenleben... Was? Ich sagte ihm, wenn er vorhat, bis ins hohe Alter mit mir zusammenzuleben, dann gibt er diese verdammten Dinge auf. Er meinte, er hat einiges für mich aufgegeben und das müsste reichen. Nicht gerade die sensible Antwort. Aber Ronan ist Ronan. Und ich glaube, er ist nie davon ausgegangen, ein hohes Alter zu erreichen. Nicht mit dem Leben, das er lebt. Oh. Oh, Ronan. Sei doch nicht so. Kann ich hier hoch teleportieren? Nein. Ich will mal kurz was gucken. Spiel fortsetzen, jetzt ein Checkpoint. Ich werde jetzt erstmal einen kleinen Cut machen, weil wir neigen uns jetzt langsam ein Ende und ich möchte mal gucken, wo die anderen Steine sind. Und ja, wir sehen uns gleich wieder. So, da bin ich auch wieder. Und zwar habe ich jetzt herausgefunden, wie die alle sind. ich werde das in einem Schnelldurchlauf durchführen, weil ich da noch einiges zurücklaufen muss und ja. Dann höre ich jetzt auf zu reden und viel Spaß. Da bin ich auch wieder. Ich habe jetzt alle Sachen gefunden. Einziger Hinweis. Ich glaube, ich bin gerade hier falsch. So. Fängt alles bestimmt alles super an, ne? So. Hier durchgehen. Hier haben wir noch was Neues. Neues Gerechtigkeitstattoo. Ich lese das euch nochmal vor.
Ein weiteres Tattoo auf seinem Rücken. Eine weitere Frau. Aber zum Glück eine abstrakte Justitia mit der Waage, aber ohne die Augenbinde. Ich frage mich, was sie bedeutet. Und zum ersten Mal sagte er, er wolle nicht darüber reden. Ich kann nur annehmen, er hatte einen traumatischen Gerechtigkeit ist nicht blind Moment. Vielleicht öffnet er sich später. So. Dann. Ha! Falsch. Ich bin froh. So, ich bin wirklich froh. Sich Dämonen nähern. Ja. Ich weiß nicht, das hat man gleich gesehen. Ich bin ja erstmal wieder zurückgegangen und dann wieder nochmal zurück zum Wasser und dann war das Mädchen auf einmal wieder da. Und jetzt bin ich einfach mal einen ganz anderen Weg gelaufen. Ich glaube, das ist hier ein bisschen buggy. Naja, es ist ja auch vom Spiel vorgesehen, dass ich von da hinten wieder komme. Und ja, egal. Ach so, wir hatten... ich hatte auch noch ein Graffiti gefunden. Warte. Ich kann das nicht so toll sagen wie sie. Aber... ein Opfer ist ein Fest für die Unschuldigen. So, wenn ich jetzt einen zweiten Monitor hätte, hätte ich jetzt ganz locker mal den Hall aktivieren können. Aber nein. Denkt euch bitte den Hall. Vor allem euch. Lässt einen die Wärme des Reviers vermissen, was? Deine geheime Besorgung war eine Taschenlampe? Sei still. Ich kann dich nicht sehen und wir reden nicht miteinander. Klar? Okay. Hier gibt's nochmal einen Cut. Ich glaube, ich muss da hier was reparieren. Gehört und schön. Dir geht's gut. Naja, tot bin ich immer noch. Ich hoffe, du hast was gefunden. Ja, habe ich. Der Glockenmörder hat sie ertränkt und ihre Leiche den Fluss runtertreiben lassen. Mutter hatte recht. Das ist ein Glockenmörderfall. Hast du eine Spur von meiner Mom gefunden? Überreste einer Erinnerung oder so? Tut mir leid, Kleine. Gut, dass du nicht gesehen hast, was er dem Mädchen angetan hat. Der Typ ist... Er ist sadistisch. Eins ist merkwürdig, er hat das Mädchen nach einem Vertrag gefragt, bevor er sie getötet hat. Vertrag? Glaub nicht, dass ich was über einen Vertrag gelesen habe. Nein, warte. Ein anderer Fall. Mögliche Glockenmörder-Überlebende. Iris Campbell. Paranoide Schizophrenie diagnostiziert. Wirres Gerede über Verfolgung. Und ein Vertrag. Schon wieder Vertrag. Steht da vielleicht, wo sie ist? Hier steht nur Luxa Turner. Ist das ein Ort? Ja. Luxa Turner ist eine psychiatrische Klinik. Das war ja klar. Okay, kann's losgehen? Eigentlich... Geh schon vor, ich... muss hier noch jemanden besuchen. Oh. Wir treffen uns bei der Klinik. Da ist es noch schlimmer als hier. Bald sind wir zusammen. Bald schon.
Es tut mir leid, Julia. Ich habe schlechte Neuigkeiten. Mach dir keinen Kopf, sie weiß es schon. Was? Es gibt ein Überlebendes, ihr habt vielleicht Informationen zum Glockenmörder. Okay, ich möchte nur noch mal eine kleine Weisheit von mir mitgeben. Freunde des guten Videospiels geht nicht gegen das System. Also, ich dachte, ja, kannst du mal machen, ne? Aber nein, das hat ja das alles ein bisschen durcheinander gebracht. So. Ich werde jetzt erstmal nochmal kurz gucken, ob ich überhaupt aufnehme. Wir sehen uns dann gleich wieder. Ich war schon immer Kleptomanin. Es ist nicht so, dass ich faul war oder so. Mir war bloß langweilig. Gestohlenes war schon immer interessanter. Ich konnte es ansehen und den aufregenden Moment des Diebstahls erneut erleben. Manchmal machte ich mir Sorgen, dass man mich schnappt. Manchmal war ich im Adrenalinrausch. Aber erst seit dem letzten Diebstahl weiß ich, was wahre Angst ist. Ich erinnere mich daran, als wäre es gestern. Obwohl ich seit Jahren versuche, es zu vergessen. Meine Freunde und ich schlichen uns für ein paar Bier auf den Friedhof, wie an einem langweiligen Abend in der Woche üblich. Wir gingen zu unserer gewohnten Stelle, einem alten, heruntergekommenen Mausoleum. Aber diesmal war es verschlossen. Anscheinend interessierte sich endlich jemand für den toten Typen und wollte uns dort nicht feiern sehen. Also teilten wir uns auf und suchten nach etwas Neuem. Nach ein paar Minuten des Erkundens fand ich ein anderes Mausoleum, das zugänglich erschien. Eine Wand hatte begonnen zu bröckeln und ich quetschte mich durch. Das Innere sah aus wie die anderen auch, mit einem Unterschied. Auf dem zentralen Grab lag ein staubiger Rahmen mit einem Kranz aus aufwendig geflochtenem Seil. Natürlich musste ich so etwas Altes und Wertvolles mitnehmen. Ich dachte, es wäre das Beste, eine Woche mit dem Verkauf zu warten, falls jemand ihn als gestohlen meldet. Also versteckte ich ihn auf dem obersten Regal und ging schlafen. In dieser Nacht hatte ich furchtbare Albträume von einer Hexe mit faulendem Fleisch und totem Gesicht. Ich wachte mehrmals auf, verängstigt. Egal wie oft ich versuchte, wieder zu schlafen, sie fand immer ihren Weg zurück in meine Träume. Über die nächsten Tage wurden die Albträume schlimmer. Ich wachte auf, nur um festzustellen, dass mir die Haare büschelweise ausfielen und meine Kopfhaut blutete. Ich schrieb das dem Stress und den Schuldgefühlen zu, etwas vom Friedhof gestohlen zu haben. Am nächsten Tag ging ich zu einem Leihhaus, um den Kranz zu verkaufen und mit der Sache abzuschließen. Ich fühlte einen Schauer, als der Pfandleiher mir sagte, dass der Kranz nicht aus Seil gemacht war. Tatsächlich bestand er aus den Haaren eines geliebten Verstorbenen, wie im späten 19. Jahrhundert üblich. Ich wollte, dass die Albträume aufhören, also verkaufte ich ihn. Mir entwich ein Seufzer der Erleichterung, als ich das Geschäft verließ, im Wissen, dass ich endlich Frieden finden würde. So kam es aber nicht. Ich hatte immer noch Albträume, in dieser Nacht und in jeder anderen auch. Ich ging zum Leihhaus zurück, aber der Haarkranz war fort, genau wie der Pfandleiher, dem ich den Kranz verkauft hatte. Und der Typ hinter der Theke meinte, er hätte nie von jemandem gehört, auf den die Beschreibung passt. Ich wanke durch Salem, als verängstigte und leere Hülle meines früheren Selbst. Ich suche diese Stadt nach dem Kranz ab,
Ich würde für ihn töten. Alles tun, damit diese Albträume endlich aufhören.